Jo Leute, was geht ab? OBS hat ein neues Feature hinzugefügt, das eure Musik quasi aus dem VOD rauslässt, beziehungsweise auch aus Twitch-Clips herauslassen kann. Das Ganze ist relativ cool, weil ihr einfach quasi Spotify-Musik hören könnt oder ganz normale DMCA-Musik. Die Musik wird dann auch im Stream wiedergegeben, aber taucht nicht im VOD auf und auch nicht in den Clips. Das Ganze kann euch natürlich von einem DMCA-Strike schützen, ist aber leider nicht hundertprozentig safe, weil wenn das Label es quasi sieht, während ihr live seid, habt ihr immer noch die Möglichkeit, einen DMCA-Claim zu bekommen. Aber ihr könnt trotzdem eure VODs im Channel lassen oder auch eure Clips anlassen. Das Ganze ist ziemlich cool, weil ihr könnt es während dem Stream immer wieder aus- und anmachen. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach Musik hört, könnt ihr den Haken wegmachen. Es wird im Stream wiedergegeben, aber es taucht nicht in den Clips auf, auch wenn ihr die gerade im Stream macht oder auch nicht im VOD. Deswegen ist ein ziemlich cooles Feature. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wenn euch das Video hilft, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wir sind gerade bei 5 Abonnenten. Es würde mich freuen, wenn wir die 10 erreichen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, das Ganze funktioniert bisher leider nur mit einem normalen OBS, das heißt nicht mit Streamlabs OBS. Es kann aber sein, dass das Feature gerade in Zukunft nochmal kommt. Wenn es passiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin da nicht immer up to date. So, in OBS gehen wir dann einfach in die Einstellungen. Dann gehen wir hier in die Ausgabe. Müssen hier in dem Ausgabemodus von einfach auf erweitert stellen, was wahrscheinlich schon viele gemacht haben. Und jetzt wird es auch schon hier angezeigt bei mir. Und zwar ist es hier dieser Haken, Twitch VOD Spur. Und diesen müssen wir, der ist bei euch wahrscheinlich aus, den müssen wir aktivieren und jetzt auf eine neue Audiospur setzen. Das heißt, die Audiospur, wo wir hier jetzt auswählen, das ist jetzt unsere Twitch VOD Spur. Das heißt, die Audio, die wir wirklich auch im VOD möchten, müssen wir gezielt auf die Audiospur, in dem Fall jetzt 2, setzen. Und die wird dann auch im VOD wiedergegeben, beziehungsweise in den Clips. Auf Audiospur 1 ist euer Standard. Ihr könntet hier auch mehrere Audiospuren haben. Wichtig ist nur, dass die getrennt ist von der normalen 1er Audiospur. Dann gehen wir einfach auf Übernehmen und drücken auf OK. So, das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt gehen wir in unseren Audio-Mixer, drücken hier einmal Rechtsklick rein und gehen auf die erweiterten Audio-Eigenschaften. Hier haben wir jetzt alle unsere Audiogeräte oder alle Quellen, die quasi Audio erzeugen könnten. Wir tun es einmal hier vergrößern, sehen hier unsere Spuren. Das heißt, unser Desktop-Audio wird gerade auf den Spuren 1, 2, 3, 4, 5 und 6 wiedergegeben, wie auch unser Mikrofon, unser zweites Mikrofon. Unsere Audiospur 1 ist jetzt einfach ganz normal der Stream, das was live übertragen wird. Hier würde ich euch empfehlen, einfach alles drin zu haben, was ihr auch rein möchtet. Ich habe jetzt hier ein Mikrofon Audio 2, das brauche ich zum Beispiel nicht, wenn ich theoretisch auch ausmachen. Dann taucht es hier auch nirgendwo drin auf und wird auch nicht im Stream oder sowas wiedergegeben. Jetzt ist es so, wenn ihr jetzt zum Beispiel Musik hört, gerade in Spotify oder ihr habt kurz Musik an oder gerade vielleicht für ein Intro für einen Stream, dann sagt ihr, okay, ich möchte die Musik abspielen, live, aber ich möchte sie nicht im VOD haben, weil es einfach DMCA-Musik ist. Dann geht ihr her und geht hier bei Desktop Audio und drückt einfach die Audiospur 2 weg. Das heißt, sie wird nicht, also die Desktop Audiospur wird nicht in der Spur 2 wiedergegeben, was unsere VOD-Audiospur ist. Und ist das Ganze dann quasi gemutet. Und das war's eigentlich schon. Dann drücken wir auf Schließen und das Ganze funktioniert auch schon. Das heißt, während ihr streamt, könnt ihr immer wieder hier diese Audiospur 2 an- und ausschalten. Wenn ich hier zum Beispiel 2 ausmache, dann wird euer Mikrofon auch im VOD gemutet. Keine Ahnung, wenn ihr das braucht, könnt ihr es gerne ausprobieren. Sonst einfach hier Desktop Audio oder auch eine eigene Quelle hinzufügen, wenn ihr das braucht. Eine kleine Anmerkung noch, wenn ihr hier diese Twitch VOD-Spur nicht auswählen könnt oder sie einfach gar nicht da ist, dann kann es an 2 Punkten liegen. Zum einen kann es daran liegen, dass euer OBS einfach nicht auf der aktuellsten Version ist. Das könnt ihr einfach testen, indem ihr hier oben auf Hilfe geht, dann nach Updates suchen. Und dann kommt hier auch schon, zurzeit ist kein Update verfügbar. Okay, ich bin auf der neuesten Version. Und sonst immer updaten, die neueste Version nehmen. Und als zweites kann es einfach daran liegen, dass ihr hier bei Stream eure Plattform nicht ausgewählt habt, beziehungsweise nicht Twitch als Plattform ausgewählt habt. Wenn ihr hier jetzt zum Beispiel YouTube oder zum Beispiel Benutzer definiert habt, funktioniert das Ganze leider nicht. Hier wird dann hier diese Twitch VOD Audiospur nicht angezeigt. Wird nur angezeigt, wenn ihr hier auch auf Twitch gestellt habt. Dann ist hier die Twitch VOD Spur da.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder abonniert den Channel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace.